muss alles passen. Diese Runde zählt hier Richtung Sonnenuntergang. Oh! Willkommen zum Nürburgring 24-Stunden-Rennen 2023. Und dieses Mal starten wir die erste Runde mit diesem Gefährt hier. Das wird was. Zusammen mit meinem Teamkollegen Dirk Adolf. Los geht's. Wir müssen alle hier rechts rüber. Und voll auf den Körper. Willkommen zu den Adenauer Racing Days. Wir sind mit unserem Rennwagen hier mitten in der Stadt unterwegs. Georg am Schieben hier. Ja. Mit einer Hand so halt nebenbei. Der andere schiebt, ne? Ah, ich komm, Georg, komm hier. Ich schiebe auch mit. Das ganze Team arbeitet mit. Oh, das ist aber eng hier, ne? Hallöchen, hallöchen. Ja, gleich, ich muss nur einmal mit. Ey, das war so cool gerade bei den Adenauer Racing Days, die Fans so outnah in der Stadt an den Rennwagen zu haben. Ich konnte gar nicht so viel filmen, weil ich die ganze Zeit Autogramme geschrieben habe, Fotos gemacht habe, gequatscht habe mit den Leuten, wirklich Hammer. Jetzt sind wir zurück hier auf der Stadt, hier gerade die Sonne geht langsam runter, man merkt wieder, alles bereitet sich so vor auf das Highlight des Jahres, das 24-Stunden-Rennen. Neue Teamkleidung hier, haben wir auch am Start, sind wir in weiß, auch nicht schlecht, ja, sieht fresh aus, stechen wir auf jeden Fall hier aus der Masse raus. Und dann würde ich sagen, schau mal hier, welches Auto gerade ankommt. Da ist er nämlich, gerade zurück hier von der technischen Abnahme. Klettern wir mal kurz. Wieder zurück. Sechs Supras fahren hier nämlich mit bei 24-Stunden-Rennen, aber nur unser mit 100% E-Fuels. Ja, nice, hier hinten auch schön Spiegel Racing drauf. Ja, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ja, und damit schönen guten Morgen, Leute, aus Köln. Ich bin wieder nach Hause gefahren, habe zu Hause geschlafen. Aber hier zu Hause hat ja auch seine Vorteile, ja? Ich habe einen schönen kleinen Kaffee hier am Start. Ich habe... Das habe ich auch. Ah, Leute. 6 Jahre lang habe ich nur meine Couch auf dem Balkon gehabt. Jetzt habe ich einen Teppich hier geholt. Einen richtigen Tisch und 2 Stühle. Muss man dann auch mal nutzen, wenn man hier ist, ne? Sehr nice. Aber damit jetzt wieder auf zum Nürburgring. Und damit sind wir am Nürburgring und es gibt direkt ein bisschen Stress, denn wir stehen dieses Jahr nicht an unserer Box, sondern wir fahren mit 100% E-Fuel. Das heißt, wir tanken woanders, da hinten. Und ich fährt zwar dieses Jahr nicht mit, aber er ist unser Teamkoordinator. Ja. Und er bringt unsere Reifen jetzt gerade. Stressig ist es. Ich will doch lieber fahren. Das glaube ich. Oh, aus dem Weg. Hier ganz hinten hier ist nämlich für uns rein. Wir haben unseren eigenen Tankwagen. Das hier ist unsere Box. Schaut euch an, wie cool ist das denn? Also alle anderen stehen da hinten. Und wir haben eben nicht irgendwie die normalen Sprit, sondern das hier 100% E-Fuels. Und die kommen aus diesem Tankwagen. Gibt ja noch ein paar andere Teams, die das machen. Die stehen da hinten. Unter anderem hier 4Motors. Da fährt zum Beispiel der Smudo mit von den Fanta 4. Deswegen heißt es auch 4Motors. Hier ist auch schon der Georg. Da geht's dir gut. Oh, bei der Fütterung filmen wir. Frühstück hier oder wie? Brauchst du noch ein bisschen Energie, genau, bevor du ins Auto gehst? Genau. Ist ja jetzt noch alles entspannt. Qualifying und so. Ich freue mich so sehr, dass es losgeht. Ja, ich freue mich auch total. Und das Auto sieht so geil aus, wie es hier steht in der Sonne. Und dann so einen hübschen Dirk da drauf. Das macht schon was, ne? So ein Dirk? Ja, schaut ihr euch an hier. Dirk. Der hübsche Dirk, der ist da unten irgendwo. Ich bin der andere. Ja, genau, Leute. Aber das ist auf jeden Fall meine Teamkollegen hier. Georg Griesemann, den kennt ihr schon, aber auch sein Bruder Björn Griesemann. Und ein paar Runden wird auch noch hier fürs Fernsehen Dirk Adolf mit uns fahren. Er ist schon bei meinem allerersten 24-Stunden-Rennen bei uns mitgefahren fürs TV. Aber sozusagen meine eigentlichen Teamkollegen sind die beiden Griesemann-Brüder, während Yves, mit dem ich auch den Rest meiner GTC-Saison zusammenfahre, hier beim Rennen unser Teamkoordinator ist. Hallo Kinder. Also ich muss echt sagen, es ist anstrengender, als ich gedacht habe, weil man echt dauerhaft irgendwas zu tun hat. Alle wollen was von dir, du musst mal A nach B laufen. Also ich muss da echt sagen, also ich mache das jetzt seit 3-4 Stunden mittlerweile. Was ist deine Jobbezeichnung heute? Du musst erst meinen Zuschauern erklären. Also ich mache auf eurem Auto die Teamkoordination. Das heißt, ich muss gucken, dass quasi das Zelt schön sauber aussieht, dass alles auf dem Platz ist. Dass die Würstchen ordentlich gewendet sind, ne? So. Kurze Rückblende nach gestern. Für irgendwas muss ich ja zuständig sein, ne? Das ist wirklich ein Service hier. Dankeschön. Bitteschön. Im Sonnenuntergang hier auch noch. Und dann helfe ich euch noch beim Boxenstopp, sprich ich schnall euch an. Dabei mache ich noch die Luftlanze davor und danach, dass das Auto hochfährt, dass wir die Reifen wechseln können. Eigentlich Mädchen für alles, ja? Eigentlich ja. Ohne Yves läuft hier nichts. So Leute, fertig umgezogen. Das sind unsere neuen Anzüge hier und was habe ich natürlich auch wieder mit dabei, ganz wichtig Leute, meine Air-Up-Flasche. Den trinken bei so einem Rennen, gerade bei den Temperaturen, richtig wichtig. Ihr kennt das Prinzip, hier ist reines Wasser drin, beziehungsweise in meinem Fall gerade Sprudelwasser. Denn ich habe mir heute mal wieder eine neue Sorte gegönnt und zwar Lavendel Lemonade. Man sieht das also richtig schön hier an den Blumen. Das ist halt, wenn ich so trinke, ist einfach
Ja, wie so eine geile Limonade, die warum auch immer nach Blumen schmeckt, aber sehr, sehr nice. Eine von vielen coolen Sorten. Und wie funktioniert er? Ich trinke durch den Strohhalm hier wirklich einfach reines Wasser, aber es kommen so ein bisschen Duftstoffe durch diesen Pott hier durch in meinen Rachen und damit überliste ich mein eigenes Gehirn. Und das denkt dann, ja, ich trinke hier wirklich Limonade, obwohl es einfach nur schönes Wasser ist. Am Ende zudrücken, wichtig, den Pott, Decke wieder raufschrauben, das Ganze ist zu. Und ich habe natürlich auch die Stielflaschen, die hält das Ganze noch schön kalt. Also wenn man kaltes Wasser reintut, dann bleibt es auch länger kalt hier drin. Sehr, sehr coole Sache. Kann euch eher nur empfehlen, hab's immer gerne dabei. So sieht die Sorte hier aus, Leute. Lavender Lemonade. Checkt sie auf jeden Fall mal aus, oder falls ihr eher allgemein noch nicht kennt, geht auf jeden Fall auf den Link in der Beschreibung. Und wenn ihr da bestellt, benutzt meinen Code FelixLaden. Hier steht es auch nochmal. FelixLaden. Damit spart ihr nämlich 10% auf alles. Alle Bedingungen und der Link stehen auch natürlich in der Beschreibung. Checkt's aus. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich jetzt auch mal langsam dran, mich fertig zu machen. Denn jetzt geht's für mich zum ersten Mal ins Auto zum Qualifying. Oh ja, Leute, willkommen an Bord hier in meiner allerersten Qualifying-Session. Und wir verfolgen direkt einen BMW M4 GT4, aber wir haben mehr Power. Uiuiui, fast zu viel Power, da muss man einmal hier gegenlenken. Denn ja, richtig gehört, wir fahren nicht mit der normalen GT4 Power, sondern wir haben so 30 extra PS ungefähr im Vergleich zu den anderen. Denn wir fahren eben als AT, also in der alternative Treibstoffe-Klasse. Und das bedeutet für uns erstmal richtig viel Laune und dass wir eben mit den E-Fuels fahren und dementsprechend keinem Reglement unterworfen sind. Ja, wir können das Auto offen fahren, so wie es halt fahren kann. Das heißt, aus dem Motor kitzeln wir die letzte Leistung raus. Und das merkt man auch hier, wenn wir runter Richtung Fuchsröhre fahren, vor uns sein, da müssen wir kurz zum Gas gehen. Wie kommen wir vorbei? Ja, genau, hier ist gut. Sehr gut, immer schön sicher vorbeigehen an den guten Stellen, einmal über den Körper rüber. Ah, das läuft doch, Leute. Also ich habe mich auf jeden Fall schnell im Auto wohlgefühlt, auch wenn man echt gemerkt hat, ui, das Ding hat ein bisschen mehr Power als unser Pinker Supra, den wir letztes Jahr gefahren sind oder auch dieses Jahr in der GTC-Saison mit Yves. Aber naja, musst halt ein bisschen aufpassen, ne? Bist überall einen Ticken schneller unterwegs, aber macht Laune. Boah, Leute, heiß war es, die Lüftung ging nicht und dann wird es halt drin echt kochend heiß. Da muss ich erstmal was trinken, aber ansonsten wirklich Hammer. Hat richtig Laune gemacht im Auto. Wir gehen jetzt in die Analyse und nachher ist dann die Night Session. Habe ich gesagt, Analyse? Erstmal Essen ist wichtig, Leute. Was machen wir? Den epischen Hund, den klassischen Baron, frische Fritten. Was habt ihr für mich? Epische Hund? Wir hätten alles für dich. Wir haben ja einmal da vorne den epischen Hund. Auch da gibt es immer noch ein bisschen Gemüse. Oh. Oh. Aber dann haben wir auch den bodenständigen natürlich. Den Klassiker Pommes, Currywurst, Mayo. Und der schönste Zeitvertreib ist eine warme Wurst im Leib. Ja, richtig. Ja, dankeschön. Boah, guck dir das an hier. Hammer, oder? Alles später, wenn ich jetzt auch. Yves, du darfst nicht gucken, das ist der Hammer. Ich hab schon gehabt. Aber schau, Yves, ja? Man kann hier auch Multitasking machen, ne? Gleichzeitig Analyse und Essen. Geh mal vorbei. Ich könnte es auch mal nicht, darf noch nicht essen. Darf ich essen? Auf gar keinen Fall. Okay, sorry, geht nicht. Es ist soweit, Leute. Da hinten geht so langsam die Sonne unter. Noch ist das Auto hochgebockt ohne Reifen. Die kommen gleich drauf. Ich habe auch schon Kopfhörer im Ohr. Denn jeden Moment beginnt hier das Nachtqualifying. Das ist die Fahrt in den Sonnenuntergang rein. Und da sind wahrscheinlich die schnellsten Zeiten zu erwarten. Also, jetzt heißt es für mich Vollgas, weil das wird meine Aufgabe sein. Also, rein ins Auto, jetzt zählt es nach Qualifying. Das ist traditionell die Session, in der man die schnellsten Rundenzeiten fährt. Weil es ist ein bisschen kühler, das gibt dem Motor ein bisschen mehr, ja, Luft zum Atmen und dadurch mehr Power beim Rausbeschleunigen. Und dadurch hast du halt wirklich tendenziell so die besten Rundenzeiten. Aber deswegen ist es auch richtig voll hier auf der Strecke. Ihr seht, ey, wie viele Autos hier gleichzeitig fahren aus den verschiedensten Klassen. Ne? Vor uns ein 911er davor, ein BMW Serien nach. Da habe ich gerade am Funk gesagt, ey, lass das lieber hier irgendwie direkt die erste Runde auch nochmal versuchen, irgendwie halbwegs schnell zu fahren, weil wer weiß, ob auf der nächsten Runde hier, oh, einmal direkt durch, ob auf der zweiten Runde irgendwo Code 60, also irgendwo einer abfliegt und da dann eine Slow Zone ist, wo man langsamer fahren muss, ne? Weil wir wissen, wir haben jetzt, wir haben nicht viel Zeit, man muss den richtigen Moment abpassen, wo man halt die perfekte Runde fahren kann, weil im Endeffekt geht's, ne, wir fahren hier über 20 Kilometer, am Ende kommt's trotzdem auf möglicherweise Zehntelsekunden an bei dieser Runde, also muss perfekt passen, jetzt hier schön vorbeigehen, richtigen Moment, ich meine, es ist gerade nur meine allererste Runde, die zählt jetzt noch nicht, sondern ich musste ja erstmal schön nicht einmal warm fahren, einmal hier über die ganze Nordschleife fahren, das heißt, ich könnte aufpassen, überholen, alles ordentlich machen, jetzt schaut mal, aber links den Spiegel, das seht ihr schon, der verfolgt mich in TCR und achtet mal auf den, ja, dieser TCR ist hier schon am Anfang jetzt der Grand Prix-Strecke vor mir. Ich gehe jetzt auf meine schnelle Runde. Diese Runde zählt, ja? Ab jetzt heißt es wirklich Vollgas und die perfekte Runde hinlegen. Das wird höchstwahrscheinlich die Runde, die uns am Ende unsere Qualifying, unsere Startposition damit fürs Rennen bescheren wird. Also hier, erste Kurve runter und langsam geht die Sonne unter. Ey, geile
Wirklich so ein geiles Licht. Immer noch hinter uns der TC, hat ein bisschen verloren, weil wir sind schneller auf den Geraden als der. Aber in so gerade in so schnellen Kurvensektionen wie hier jetzt, Anfang Nordschleife, er ist immer noch auf dem Spiegel gesehen, ein Stückchen hinter uns. Hier ist der schneller. Ist auch ein schneller Fahrer drauf. Der hat Erfahrung, der weiß eigentlich, wie gut wir hier fahren kann. Und eben mit dem Frontriebler im Gegensatz zu meinem Auto, wo ich ein bisschen auch mit Übersteuern zu kämpfen hatte, kann er hier im Harzenbach ein bisschen was gut machen. Naja, ich fahre trotzdem meine Linie, ja. Hier ist halt schwer zu überholen. Und ich weiß, ich sehe natürlich im Spiegel, sehe, dass er da ist, aber weiß, ey, wenn ich den jetzt vorbeilasse auf den nächsten Geraden, da hockt er wieder vor mir und ich kann nicht vorbei, weil ich habe mehr Power als der. Also schön hier weiterfahren, ich lasse ihn nicht extra vorbei, sondern fahre meine Linie. Was war das denn? Er fällt mir einfach hinten rein. Und wir stehen hinter einer Kuppe. Die Autos vor uns können uns hier nicht sehen. Okay, Ruhe behalten. Wir rollen immer noch rückwärts. Schön lenken, schön einlenken, dass wir möglichst weit wegkommen von der Ideallinie. Okay, so, aber das reicht jetzt nicht ganz. Wir müssen jetzt noch den Rückwärtsgang einlegen. Gott sei Dank hier ist niemand in uns reingefahren. Weil das ist wirklich, also da kann halt ganz schnell noch viel mehr passieren. Wir sind auch überhaupt, was für ein Glück, dass wir nicht eingeschlagen sind, ja? Richtig unnötige Aktion. Also wirklich hier auf dieser Geraden wären wir wieder von dem erstmal weggefahren. Wenn er schneller ist, kann er überholen, ja? Aber uns einfach von hinten stumpf drauf fahren, richtig unnötig. Und unser Auto natürlich auch noch leicht beschädigt. Die gute Runde ist kaputt. Ah, oh, Leute. Könnt ihr euch vorstellen, das ganze Team, wir waren sauer. Puh, ja, das war meine Quali-Runde, Leute. Zumindest eine. Ich sollte zwei Runden fahren und die erste war so eine Kennenlernrunde, die bin ich auch gefahren, die war in Ordnung. Die zweite sollte die Push-Runde sein. Und genau auf der fährt mir hinten einer rein. Hier, seht ihr das? Hier kann man richtig schön reindrücken. Ich meine, ist nicht viel passiert am Auto, aber das Problem ist, dass der mich damit schön einmal gedreht hat. Also das war echt unnötig. Ne? Ich kann verstehen, der ist ungeduldig, der war schnell in den Kurven, der war langsam auf den Geraden, aber das kannst du nicht machen. Deswegen, wir sind beide im Qualify, ne? Ich verstehe, dass das blöd für ihn ist, aber der muss auf der Runde vorher ein bisschen langsamer machen, wo er schon hinter mir ist. Ja, ich kann ja nicht langsamer machen und meine Runde kaputt machen. Ich geh gleich mal zu ihm und wasch ihm mal den Kopf. Ah ja, okay. Naja, Leute, natürlich bis jetzt ist auch niemand hier zum Entschuldigen hergekommen. Keine Ahnung, vielleicht muss er doch mal seine eigene Onboard schauen. Wenn er sich entschuldigt, ist alles gut. Ansonsten schade drum, aber was soll's. Für mich ist es trotzdem wieder ins Auto und ihr seht mittlerweile, ist richtig dunkel geworden. Ja, richtig Nacht. Also für mich heißt es jetzt zum allerersten Mal mit dem Toyota durch Nachtfahren Erfahrung gesammelt, weil bei 24 Stunden Rennen, da wird ja einiges in der Nacht gefahren. Richtig, und so sieht es denn aus, Leute. Komplett dunkel. Hier geht's noch, ja, weil hier ist die Tribüne hier auf der Grand Prix-Strecke. Da geht es noch, aber jetzt achter mir hier rechts, den Knopf drücke ich jetzt nämlich und zack! Jetzt ist es richtig hell, Leute. Ich bin mit einem kalten Reifen losgefahren, deswegen muss ich hier ganz kurz vorsichtig einmal um diese ersten paar Kurven rumfahren. Aber dann heißt es Vollgas. Und jetzt seht ihr mal hier, wenn ich Lichthupe mache, wie das aussieht. Pass mal auf. Alter Schwede. Junge. Komplett Disco, aber auf jeden Fall, da weiß der vor mir. Okay, der hat schon Angst, habe ich es gefühlt, ja. Wenn er wieder da einmal abbremst. Aber solange wir sicher vorbeikommen, alles gut. Und raus auf die Nürburgring-Nordschleife, weil da ist es hier nochmal eine ganz andere Liga. Also wenn ihr wirklich durch den Wald durchfährst mit über 200 km/h und nur dein eigener Lichtkegel irgendwas erhält. Ja, hier gibt es drumherum nicht irgendwie Laternen oder Tribüne oder sonst irgendwas. Hier ist wirklich stockduster. Ja, da vorne ist schwarz, pechschwarz, bis eben der eigene Lichtkegel irgendwie das, die Strecke erfasst. Aber weil es auch hier berghoch geht um Kurven, du siehst halt nicht immer was. Und das war so ein verdammt krasses Gefühl. So verrückt, dass wir hier mit 230 km/h und 240 fast fährst du hier den Berg hoch. Blind, was irgendwie um die nächste Kurve dich erwartet. Dann musst du viel Vertrauen noch in die Streckenposten haben, in die Marshalls, dass das alles hier glatt geht und ins eigene Auto, ins eigene Können. So, du musst dir selbst vertrauen können. Ey, das ist Wahnsinn, hier hochzufahren, wirklich. Und das nicht nur hier einmal eine Runde, sondern 24-Stunden-Rennen. Fährst du im Zweifel einen Doppelstint und fährst mal fast 3 Stunden dann am Stück hier im Auto. Wow. Naja, Leute, auf jeden Fall mega cool, wie viele Zuschauer hier neben der Strecke sind, was da alles aufgebaut wird. Ihr seht so blitzen und blinken hier. Da wird gegrillt, du riechst es im Auto. Eine sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Ein einmaliges Erlebnis als Rennfahrer hier. 24 Stunden Rennen am Nürburgring. Und wir machen mal ein bisschen Disco selber. Einmal hier zeigen, wir sind da. Wieder ein langsameres Auto vor uns rechts vorbeigehen. Schön sicher, ja, da sieht man kann auch langsamere Autos überholen. Mit ein bisschen Geduld, man muss sie nicht gleich abschießen. Naja, das war auf jeden Fall jetzt tatsächlich hier meine schnellste Runde hier im Dunkeln, in meinen ersten richtig dunklen Runden. Weil die Runde vorhin, wisst ihr, wir wurden abgeschossen. Aber tatsächlich, der mich abgeschossen hat, hat auch eine 5-Plätze-Grid-Strafe bekommen. Also die starten jetzt weiter hinten. Naja, bringt mir auch nichts, aber zumindest wurde klar die Schuldfrage geklärt. Puh, das war doch nicht schlecht noch was am Ende. Nice, dass wir nochmal fahren konnten, jetzt in der richtigen Nacht. Ich weiß nicht, jetzt zum ersten Mal jetzt mit dem Toyota im richtig Dunkeln, aber es war trotzdem die schnellste Runde, die wir überhaupt gefahren sind in allen Qualifyings bis jetzt, die ich jetzt am Ende gefahren bin. Also, ich bin zufrieden und vor allem, ich habe mich voll wohl gefühlt im Auto. Das ist top. Nach der ersten Enttäuschung, Freunde,
mit dem Dreher. So, aber jetzt geht es für mich erstmal zurück nach Hause. Leute, ich bin jetzt gerade mit dem Scooter hier zum Außenparkplatz gefahren. Hier steht meine Kiste, denn ich schlafe ja in Köln. Ey, es ist fast 1 Uhr nachts, ne? Und ich fahre jetzt auch nach Hause. Ist ein bisschen dumm, aber dafür habe ich mein gemütliches Bett zu Hause und komme damit dann hoffentlich top vorbereitet fürs 24-Stunden-Rennen wieder zurück. Und davon gibt es natürlich dann auch einen richtigen Vlog. Und dieses Jahr mache ich zwar keine Doku, weil es irgendwie, wir haben 2 Dokus gemacht, das Thema so langsam auserzählt, aber ich versuche besonders nice Vlogs zu machen. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut, Leute, und bis zum nächsten Vlog beim 24-Stunden-Rennen. Oder ihr könnt live zuschauen.